Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne und Mond hier bei Crush 49. Wir haben nun das letzte Top 4 Mitglied bezwungen, welches komischerweise ein völlig neues, unbekanntes ist. Ich dachte zuerst, dass es sich hierbei um Hapu, Inselkönigin Hapu, handeln würde, aber nö. Wir traten ganz sicher gegen eine neue Trainerin an, nämlich Kahili, eine Flug-Pokémon-Trainerin. Ich weiß nicht, gab es vorher schon mal Flug-Pokémon bei der Top 4? Ich glaube fast nicht, dass man den Typ Flugtypen bei der Top 4 verwendet hat. Generell wäre es auch cool, wenn man ein Top 4-Mitglied mit den Typen Normal hernimmt. Ja, das wär's doch. Okay, ich habe meine Pokémon wieder ein bisschen aufgepeppt. Wir sind bereit. Ich schätze mal, ich werde dem jetzt oder ich lasse das Voltium Z. Weil es hat sonst keine wirklich andere, es ist kein wirklich anderes Item, das ich lohnt ihm zu geben. Okay, jetzt wird es dann Zeit, dass wir, jetzt wird es endlich Zeit, dass wir gegen den Champ antreten. Ich bin schon gespannt, um wenn es sich handelt. Wir haben auf jeden Fall alle Top 4 Mitglieder jetzt bezwungen. Jetzt kommt es aufs Ganze an. Das große Hauptstory-Finale. So, checken wir aus, was uns jetzt erwartet. Das ist der Thron des Champs, aber er ist nicht anwesend. Wo ist er? Hallo? Oder sollte ich mich selber hinsetzen und auf ihn warten? Kokui, willst du etwa den Champ holen? Mein Glückwunsch, junger Herr. Jetzt bist du der Champ der Pokémon-Liga. Naja, das heißt, vorausgesetzt, du hast auch noch den letzten Trainer besiegst. Und wo ist er? Und dieser Trainer bin natürlich ich. What? Träume ich das etwa? Der Professor ist der Champ? Also, okay, das ist jetzt wirklich die größte Wende in Pokémon, die es jemals gegeben hat. Ich meine, erstmals war der Professor immer nur da, um den Pokédex zu bewerten. Und ab der 6. Stelle hat man ihn aber jetzt auch praktisch zu einem Trainerrivalen gemacht. Sprich, er ist öfters gegen einen angetreten. Und jetzt, tatsächlich ist der Professor der Endboss. Der Hauptstory? Er ist der Champ. Ich glaub das wohl nicht. Es hätte mir klar sein müssen. Er ist der Gründer der Pokémon-Liga. Er redet die ganze Zeit darüber. Da hätte das mir schon auffallen müssen. Aber dennoch, ich hab's trotzdem bezweifelt, weil er schließlich der Professor ist. Ich meine, ich hatte schon gedacht, dass er eine große Rolle spielen würde, aber jetzt gleich sowas. Alter Schwede, jetzt wollte man den Professoren mal eine richtige Rolle bieten und das haben sie jetzt auch. Der Professor ist jetzt der aktuelle. Ich komm nicht. Oh Mann, wow. Einfach nur wow. Ich kann es echt gar nicht glauben. Ich bin die letzte Hürde, die du auf deiner Inselmannschaft überwinden musst. Lass uns die Geburt einer dieser neuen Pokémon-Liga mit einem epischen Kampf angemessen feiern. Na denn. Los geht's. Oh man. Und dann nimmt er auch gleich die Brille ab. Das bedeutet, er wird jetzt ernst machen. Pokémon-Professor Kukui und Champ. Aktueller Champ, der Pokémon Liga der Alola Region fordert uns heraus. Wolverock. Und also gleich damit. Habe ich jetzt ein bisschen einen Nachteil gerade. Obwohl nicht wirklich. Ich habe ein Stahl-Pokémon. Na schön. Lichtkanone. Nicht schlecht. Aber ich habe was Besseres. Nimm das. Yes. Schon mal ein ganz guter Anfang. Und ich bin trotzdem, wow, echt baff.
Warum muss es ausgerechnet der Professor sein? Relaxo, oh weia. Das könnte Pampros Chance sein, er hat eine Kampfattacke drauf. Allerdings, Relaxo ist sehr hart im Nehmen. Ich probiere es trotzdem mit Pampros. Das wäre seine Chance auf einen hohen Erfahrungsboost. Jetzt hinkt er gerade bei Kokowa hinterher. Oh cool, jetzt nehmen wir tatsächlich das Intro-Theme noch dazu. Fußtritt! Schlag zu! Boom! Oh, nicht schlecht. Oh, die Initiative sinkt sogar ab. Das tankst du doch weg. Jawohl. Ugh. Das bringt nichts, wenn die Initiative absinkt, wenn ich paralysiert werde. Gut, ich versuch's mit Erdbeben. Mal sehen. Ob ich da durchkomme mit der Attacke. Nö, natürlich nicht. Okay, gut, dann sollte ich jetzt einen meiner Top-Genesungen endlich mal einsetzen. Der bislang bis zu den Kampf aufbewahrt. Und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt endlich mal die erste zum Einsatz. Es sei denn, ich werde schon wieder paralysiert mit dem nächsten Body Slam. Nein, zum Glück nicht. Okay. Erdbeben! Jetzt kommt er bestimmt mit Top-Genesung, weil das wird nicht ausreichen, ja, ich sag's ja. Boah, kommt immer nur mit Body Slam oder was? Okay, diesmal keine Paralyse. Fußtritt! Aber ist jetzt bestimmt Top-Genesung ein. Nein! Ich darf angreifen und den Rest geben. Yes! Super gemacht, Pampros. Ich bin stolz auf dich. Luna, da bleibe ich gleich drin. Oh, Moment mal, was? Was sind das für ein Voluna? Ein Alola Voluna. Das weiß ich, aber... Hat es einen anderen Typen auch noch? Vielleicht von Typ Eis oder so. Da bin ich mit Pampros gerade in Nachteil. Das setzt doch nicht umsonst ein Voluna gegen mich ein. Typ Eis. Ich probier's mal. Und, ja, Fiaro hat den geringeren Level als Magneson. Nochmal sehen. Wenn es jetzt mit Eisstrahl kommt oder so. Ja, Blizzard. Ja. Ich hab's schon gedacht. Na schön. Feuersturm. Mal nochmal sehen. Tatsächlich ist es von Typ Eis. Ich glaub's nicht. Und übersteht die Attacke auch noch. Meine Fresse, ey. Okay, ich setze mal Rückenwind ein, um die Initiative meiner Pokémon zu stärken. Ja, gut, er setzt inzwischen seine Top-Genesung ein. Das ist gut für mich. So kann ich unbeschadet Rückenwind einsetzen. So. So wird die Initiative von allen gestärkt. Sehr schön, sehr schön. Jetzt Aeroas. Okay, noch zwei Runden oder eine Runde. Magneson, okay. Das könnte Vor- und Nachteile für mich haben. Aber ich glaube, ich werde zu Pampros wechseln. Okay, Pampros. Du schaffst das. Vor dem Durchrückenwind müsstest du jetzt einen Initiative-Schub haben. Also gut. Setz jetzt mal dein Erdbeben ein. Es schwebt zwar, aber von Bonatan kann es trotzdem getroffen werden. Weil es hat ja keine Schwebefähigkeit drauf. Ja, schweben, aber keine Schwebefähigkeit. Nein! Nein, bitte verdipp mir das jetzt nicht. Ich glaub das doch nicht. Ich könnte kurz das Schießen. Das kann nicht wahr sein. Ne, Moment. Nein, Elektro. Elektro, Elektro, Elektro. Kokowai, komm halt du mal her. Ah, shit. Okay, dann eben Top-Beleber. Das hast du verdient. Ich hab genug davon. Komm wieder zurück, Pampros. Oh, was? Silvaro? Oh, shit. Das ist der Pflanzenstarter.
voll entwickelte Form. Aber wenn er einen Pflanzentypen hat, dann setze ich mal auf Matschbombe. Oh shit. Das hat auch den Flugtypen. Au! Oh mein Gott. Gut überstanden. Vielleicht kannst du mit Matschbombe. Nein! Wieso ist es normal effektiv? Es ist doch Typ Flugpflanze, oder? Oder es ist etwa ein Geist. Ich weiß es gerade nicht, was für ein Typen das Ding hat, aber eins weiß ich jedenfalls. Ich kann mit Coco weil leider nicht mehr viel ausrichten. Gut, dann aber mit Fiaro vielleicht eher. Es muss Pflanze sein. Das müsstest du auch wegtanken. Aber der ist so blöd, der beginnt dadurch den Suizid. Ach nein, nicht wirklich. Der hat noch genug KP gehabt. Na schön, aber jetzt kannst du ihn den Rest geben. Aeroas! Yes! Und Krokoweil Level Up. So, dann kommt jetzt nur noch sein Magneson. Und dann ist noch ein weiteres Pokémon übrig. So, Pampros ist topfit, das heißt... Pampros kann gegen Magneson gewinnen. Sei denn, er kommt wieder mit Top-Genesung, aber ich hoffe nicht. Fußtritt! Nein! Aber das könnte gut für mich sein, weil Fußtritt wird bestimmt nicht one-hitten. Nope! Jetzt kann ich nämlich mit Erdbeben es beenden. Da fehlt noch ein einziges Pokémon. Was ist das bloß? Was ist sein letzter Ass im Ärmel? Wir werden es jetzt gleich erfahren dürfen. Oh Junge, Pampros ist ganz schön herangewachsen. Wasserquiel. Das ist ein Flug-Pokémon, das weiß ich. Aber ein ziemlich cooles, muss ich sagen. Jetzt hätte ich die Chance gönnen. Slimog, weil es hat eine Sternsattacke. Und Pampros ja auch, aber wenn auch nur eine schwache. Na komm, Pampros gönne ich noch den letzten Gegner. Das wird schon schief gehen. Mit Felsgrab, da wird jedes Mal auch die Initiative abgesenkt. Stoßflug ist aber auch was Hartes. Aber es tankt da zum Glück mehr oder weniger weg. Oh, weia. Ja, wenn du bloß Steinkante könntest, das wäre so geil. Oder wenigstens... Ich sag schon. Das wird er nicht wegtanken. Da fehlt doch zu viel. Er würde das nicht wegtanken können. Probier's mal trotzdem, ob ich da mit dem Top-Tank was ausrichten kann. Mit Stoßflug erleidet er jedes Mal Schaden. Also selber auch Schaden. Wenn er dann mit Top-Genesung kommt, könnte ich dann seine Initiative absenken. Das könnte ich so nutzen. Jetzt weiter auf Top-Tränke. Ist zwar ein bisschen lame, aber ich will das nicht. Ich will, dass mein Pampros diesen Kampf beendet. Och. Okay, so viel mal dazu. Schön, dann darf Magneson den Rest geben. Aber mit einer Z-Kraft. Gigavolt Funkensalve. Okay. Das soll doch einen genialen Abschluss haben, ne? Los geht das. Das beenden wir jetzt. Oh yeah, Baby. Oh. Oh. Entschuldigung. So,
So, wir haben es geschafft. Kukui ist down! Obwohl ich alle Kraftwerke mobilisiert habe, hat es nicht gereicht. Was ein verfrischender Kampf, Mann. Yeah! Wir sind Champ! Der Pokémon-Liga! Phänomenal! Aber ich hatte es dir ja damals gesagt. Das Zusammenspielen von Pokémon und Trainer. Dann die richtige Attacke im richtigen Moment. Genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und so haben wir die Geburt eines neuen Champs miterlebt, des verdienten Champs von Alola. Du weißt ja noch, wie ich dir das damals auf dem Gipfel des Hokulani-Bergs gesagt habe, ja? Mensch, also die Pokémon-Trainer der Alola-Region sind einfach die Besten. Und die ganze Welt soll das wissen. Jawohl, das ist der Traum, den ich der Gründung dieser Pokémon-Liga verwirklichen wollte. Und heute ist mein Traum endlich in den Film gegangen. Genau hier und jetzt. Chris, Magneson hat meinen Traum wirklich wahr gemacht. Yes! Ich bin wirklich froh, an diesen traumhaften Ort gehen, dich und deine tollen Pokémon gekämpft und die Geburt des Liga-Bezug bezeugt zu haben. Also dann! Chris, du bist der erste Champ der Pokémon-Liga, der Alola-Region. Es ist Zeit, deine Verdienste und die deines treuen Pokémon-Teams für die Nachwelt festzuhalten. Ja, jetzt werden alle Pokémon registriert. Yeah. Das kennen wir. Magneson. Oh, wie Sternschnuppen. Das ist cool. Yeah. Fiaro. Slimog. Kokowai. Alle haben ihr Bestes gegeben in der Pokémon-Liga. Der erste Champ von Alola. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Schön, danke. Yes. Alle Pokémon haben kräftig mitgeholfen. Ja, ist doch ein Grund zum Feiern, ne? Das ist wohl das Abzeichen. So, dann bin ich mal auf die Credits gespannt. Ich gratuliere zum Anzug in die Ruhmeshalle. So wie die Sonne den Mond erleuchtet, zu wecken auch die Freundschaften, die du während deiner Einzelmannschaft gemacht hast, auf dich. All diese Begegnungen haben dich stärker werden lassen. Du liebst Pokémon nicht von ganz Herzen, was, Chris? Genauso konntest du auch alles aus deinen Pokémon herausholen und gemeinsam mit ihnen dann diesen Sieg feiern. Alle werden jetzt zu dir aufblicken. Dich aber auch als Rivalen sehen, mach dich darauf gefasst, herausgefordert zu werden. Du bist der erste Champ der Pokémon-Liga von Alola. Das werden wir natürlich auslassen. Achso, das ist Hala. Das wird natürlich ausgelassen und feuern. Die Sonne und der Mond werden unsere Zeugen sein. Das in jedem Fall. Also dann, Chris, kehren wir rasch nach Melewille zurück. Oder Miss. Mit Attacken damals zu drücken, machen wir in Turbo-Tempo eine Kehrtwende nach Melewille. In Lili wird erstmal ordentlich gefeiert. Keine Sorge, ich sag auch Lili Bescheid. Bitte, tu das. Ha. Da sind wir wieder. Und erwarten uns schon die Captains und unser Freund Tali. Ja, dürfte nun die freudige Nachricht erfahren, dass wir nun der aktuelle und erste Champ der Pokémon-Liga sind. Und alle gratulieren uns. Das ist irgendwie niedlich. Natürlich auch unsere Mutter vor dem ist ziemlich stolz auf uns. Kann man ja auch nicht verübeln. Oh, da kommen noch Pooh und Lilly dazu. Yay! Ha!
damals. Hier versammelt, um den ersten Champ der Alola-Re. Den ersten Champ der Pokémon-Liga von Alola zu feiern. Wird die Festlichkeiten beginnen! Yay! Und Glado betrachtet es auch noch aus der Ferne. Hey, warum gesellt er sich da einfach zu uns? Schade. Das sollte eigentlich in Flammen aufgehen. Okay, ein Z-Attackentanz. Na gut. Auch eher von der Ferne aus. Ja, da kommt er doch, gesellt er sich doch noch dazu der Party. So war es zu gefallen. Also, ist er nur kurz gekommen, um uns zu gratulieren und verabschiedet sich dann gleich wieder. Wie schade. So. Auch noch ein schönes Feuerwerk. Gehört natürlich auch dazu, zu einer ausgelassenen Feier. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Du hast tatsächlich geschafft und bist jetzt der Champ von Alola. Sieh doch nur um. Ist es nicht großartig? Alle sind sie gekommen, deine Leistung zu würdigen und dich zu feiern. Und wenn sie sich alle freuen und Spaß haben, jung und alt und auch die Pokémon? Es ist viel passiert und es war bestimmt nicht immer leicht, alles zu durchstehen, aber letztens bin ich froh, dass ich nach Alola gekommen bin. Dass ich dir begegnen durfte, Chris. Nein, nicht nur das, dass ich zusammen mit dir auf Reise durfte, hat mir so viel gegeben. Was ist? Du, Chris. Ist das jetzt ein Moment? Was ist davon, wenn wir uns kurz davor stehen und einen Abstecher zu den Ruinen des Kriegs machen? Ich habe von Halla gehört, dass die Hängebrücke repariert wurde. Klar, lass uns das machen. Kaburiki wartet sich ja schon. Er wartet darauf, dass du ihm einen Besuch abstellst, jetzt wo du die Inselwirtschaft erfolgreich absolviert hast, Chris. Frag mich, ob ich auch die Schutzpatrone fangen kann. Das wäre doch cool. Würde ich echt zu gerne. Vielleicht kommt das wirklich nur beim Postgame noch dazu, dass man dann die Chance bekommt, sie einzukassieren. Ja, da ist sie repariert worden. Ich glaube, ich habe auch gerade ein Item glitzern gesehen. Da drüben. Ja, tatsächlich. Das weckt Erinnerung. Damals war mir das irgendwie einfach alles zu viel. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, im Grunde war es Lunala. Ich meine, es war Wölkchen, das uns beide zusammengebracht hat, nicht wahr, Chris? Komm, wir gehen rüber! Warte auf mich! Darf ich vorher auch mal kurz selber noch steuern? Bitte? Mir das Item zu holen? Nein? Schade. Und dazu noch eine Zygadezelle. Die will ich all, das will ich alles haben! Die Ruinen des Krieges. Ich weiß immer noch nicht, warum Kaburiki uns an jeden Tag aus der Klemme geholfen hat. Ob es wohl etwas mit den legendären Pokémon Lunala zu tun hat? Gute Frage. Das ist der Schrein von Kaburiki. Das sind mich an den Tag, an dem Apu zur Inselkönigin genannt wurde. Jetzt bin ich aufgeregt. Kaburiki, der Schutzpatron. Obwohl es vor uns erscheinen wird. Kaburiki, deine Hilfe konnte ich
Cosmog zu Lunala entwickeln. Dafür möchte ich dir selbstvertretend danken. Und jetzt du. Für den Champ von Alola gibt es nur eine ergänzende Möglichkeit, Kaburige die Ehre zu erweisen. Lass mich zu deinem Pokémon wieder fit machen. What? Ein Kampf? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Du streckst deine Hand aus und berührst die Statue. Eine seltsame Energie geht vom Zettring aus. Du hörst deine Stimme in deinem Kopf. Das ist Kaburigi selbst. Oh shit. Es ist soweit. Riki! Wow, wir treten gegen den Schutzbaron Kaburigi an. Können wir es versuchen zu fangen? Ich will es jedenfalls hoffen. Wir haben Fensterbälle. Elektroerzeuger. Oh shit, Level 60. Wir haben als. Vielleicht hilft die Megadon Z-Donner-Welle. Probieren wir es mal damit. Naturzorn. Oh, nicht schlecht. Mal sehen, ob die Attacke wirkt. Ich hoffe, sie verfehlt nicht ihre Wirkung. Nein, es hat keine Wirkung. Scheiße, verschwendet. Dann sollte ich wohl Pampros einsetzen, weil es ist ein Boden-Pokémon. Hat da gute Chance, bessere Chancen gegen Elektro-Pokémon. Okay, jetzt mal. Pferdestärke ist es zu viel. Ich kannte leider vor den. Diesen Kampf nicht speichern. Also Fußtritt setze ich am Anfang ein. Ja. Oh. Kampfattacken sind also nicht so gut, hä? Wie steht's in der Gesteinsattacke? Das ist normal. Senkt die Initiative. Ich könnte das mal nutzen. Die ganze Zeit jetzt. Aktuell. So, ich glaube, ein Face-Cup reicht aus, weil selbst ein Volltreffer dürfte. Ich weiß nicht. Reicht das so? Probier es mal. Auf jeden Fall, das Pokémon möchte ich fangen. Ich habe Fensterbälle en masse. Dann wollen wir mal. Kannst tatsächlich versuchen zu fangen. Eins. Zwei. What? Okay, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht. Oh, Fußkick. Ja, doch, 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 doch. Selbst bei Volltreffer. Ist nicht effektiv. Jetzt ist es doch im roten Bereich. So, das wär's. Mann, es hat tatsächlich nur Attacken drauf, die was die Initiative senken können. Okay, jetzt nochmal Finsterball. Dieses Mal muss es jetzt schon eher klappen. Also die Chance ist auf jeden Fall höher, aber naja. Okay, komm, nochmal. Fensterball. Nach 10 Fensterbällen sollte ich mal einen Timerball versuchen. Oh je. Das vorhin war anscheinend nur ein Glücksfall. Jetzt geht es wieder richtig ab. Ich glaube, das Pokémon hat eine höhere Fangrate. Also in dem Sinne. Und dass es schwieriger zu fangen ist. Ja, ja, ja. Aua. Was ist das für eine Attacke? Naturzorn. Aua, Augenblick mal. Es hat Elektroball. Ladungsstoß. Elektrofeld. Agilität. Aber da ist doch noch die fünfte Attacke. Nämlich dieser Naturzorn. Hä? Turboball. Vielleicht sollte das bei. Soll ich den Turboball verwenden? Obwohl die Initiative ist abgesunken.
Ich bleib weiterhin beim Fensterball. Es müsste doch trocken genug sein, oder nicht? Mann, ey. Aber es wird schon wieder schneller. Vielleicht hilft der Turboball. Kriegt der Turboball dadurch auch einen Boost, ne? Ich will es mal probieren. Probieren geht über Studieren. Eins, zwei. Ah, schade. Oh oh, das war's. What? Wieso ist der Attacke jetzt schwächer? Was ist das für eine Attacke? Zieht es immer nur die Hälfte ab? Hm. Na komm schon. Was muss ich denn noch einsetzen? Ich kann nichts anderes mehr einsetzen. Weil ein weiterer Fußtritt dürfte es jetzt umbringen und ich habe leider Gottes keinen Druckschlag drauf. Das könnte ich jetzt in dieser Situation gerade brauchen. Boah, hätte ich das wohl gewusst, dass es noch dazu kommt. Direkt nach der... nach der Pokémon-Liga auch noch so ein Kampf gegen den Schutzpatron. Den ersten. Bestimmt treten auch noch gegen die anderen Schutzpatrone ein und dann... ja, geht es das richtig ab. Komm jetzt, Fensterball, zeig mal deine Wirkung. Irgendwann muss es doch mal im Ball drin bleiben. Eins. Ah. Es wird immer schneller und schneller und schneller. Also soll ich mal einen Timerball den ist versuchen? Gehen langsam die Fensterbälle aus. Ach komm, immer nur einen Ruck. Jetzt ist mal Schluss. Geht das auch mal bis zum Schluss hier? Ich habe nur einen einzigen Timerball. Ist das euer Ernst? Hm. Ist es vielleicht auch von Typ Käfer oder so? Nein, weil sonst dürfte... dann dürfte... Felsgrab-Effekt sehr effektiv sein. Ich weiß gerade nicht, was für einen Typen dieses Pokémon hat. Schon ein weiterer Fensterball. Muss ich es halt weiterhin draufhalten, bis er es endlich mal erwischen kann. Das wird nichts daraus. Das Pokémon ist einfach... what the hell? Ist es nicht dunkel genug oder was? Du bist halt damit ein Hyperball. Vielleicht geht es damit besser. Eins, zwei, kommen jetzt mal. Oh, immer nur bei zwei, bei zwei. Jetzt lass es mal... mehr als nur zwei Ruckler sein. Man muss ich doch mal Glück haben, ey. Hä? Bitte, 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 bitte. Ja! Wir haben Kaporiki. Alter Schwede, jetzt erfahre ich, was für ein Level das hat. Gyroball? Hm. Was war nochmal der Effekt? Genetika, die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto höher ist der Schaden. Das war schon ein Vorteil, aber nein, danke. Wir haben auf jeden Fall Kaporiki. So, wir haben einen der vier Schutzpatrone. Erwischt. Kaporiki, der Schutzpatron-Pokémon. Elektrofee. Mit atemberaubender Tempo bringt das Gegner aus dem Konzert. Es ist aufbrausend. Vergiss aber sofort, warum es so wütend geworden ist. Okay. Nö. In eine PC-Box. Oh, ich könnte mir den Bericht mal angucken. Und schauen, was das Pokémon so drauf hat. Naturzorn, Ladungsstoß, Agilität, Elektroball. Das Ziel wird von Zorn der Natur getroffen und verliert dadurch die Hälfte seiner KP. Ah, es ist wie Superzahn. Ich verstehe. Was? Aber was war das für ein Elektrofett? Das heißt, deshalb war das nur Elektroerzeuger, das ist die Fähigkeit. Ah, ja, okay.
Spezialangriff ist niedrig, physischer Angriff ist hoch. Verteidigung ist erhöht. Okay, dann ab mit dir in die PC-Box. Wo, was zum... Was passiert jetzt? Z? Carpium Z? Das ist anscheinend für Caporiki. Caporiki und du gemeinsam werdet ihr bestimmt noch viel größere Abenteuer erleben. Endlich, es bleibt mir ganz auf dem Herzen. Chris, wir sollten zum Dorfplatz zurückkehren, sonst wird... Ich halte hier auf, dass wir uns von Fähigkeiten gedrückt haben. Ja, nichts hier zurück. Boah, aber das Ending wird ganz schön herausgezögert. Anscheinend finden jetzt auch einige Showkämpfe statt. Alles scheint sich richtig gut zu amüsieren. Das ist anscheinend jemand aufgefallen, dass wir uns davon geschlichen haben. Oh, ich glaube, der Battle Royale fängt gleich an. Oh, interessant. Mask Royale, auch bekannt als Professor Kukui. Da ist natürlich seine Frau davon begeistert. Ein Mauzi aus der Kantregion in Battle Royale? Na, meinetwegen. Alle amüsieren sich jedenfalls prächtig. Was? Achso, sie weiß nicht, dass er es ist? Ja. Erinnert sie nur an ihn? What the heck? Ich dachte, sie wüsste von seinem Geheimnis. Okay, dann eben nicht. Habe ich mich getäuscht? Das kann eben mal passieren. Ach, der ist eingepennt. Na, hups. Ja. Was für ein schönes Fest für lächelnde Gesichter. Egal, was auch passiert, ich hoffe, du wirst dein Lächeln niemals verlieren. Dann bringst du nämlich jeden um dich herum zum Strahlen. Du wirst sogar Mutter zum Strahlen bringen, wenn sie nur hier sein könnte. Mutter geht ein bisschen besser, sie sollte sogar zum Fest kommen. Aber ich habe gesagt, sie sollte lieber das Bett hüten und sich schon. Tatsächlich, sie wollte zum Fest kommen? Wow. Ich frag mich, ob sie doch tatsächlich eher unter den Einfluss der Ultra-Bestien stand und deswegen sie so korrupt wurde. Ich kann es nicht sagen. Aber anscheinend hat sie sich doch wieder gewandelt. Ich weiß jetzt, was ich tun kann. Was ich tun muss. Ja? Oh, was? Chris, ich... Werden sie sich etwa... Och, ihr beschissenen... Ach, na klasse. Das musste ja so kommen. Nein. Warum, ey? Das war echt gemein. Diese blöde Unterbrechung. Alle sind ausgelassen und feiern den Aufstieg des stärksten Trainers von Alola. Ich bin noch fleißiger mit Elima und den anderen Trainern, damit ich irgendwann meinen unbesiegen kann, selbst wenn er alles gibt. Und dann werde ich den Champ herausfordern. Mach dir was gefasst. Chris. Ach, was sag ich da? Ich meinte Champ. Möchtest du den anderen nicht auch deine Partnerpunkte vorstellen? Schließlich hast du an ihrer Seite während deine abtürliche Inswandschaft zu viel entdeckt und erlebt. Klar doch. Und deine Augen leuchten, richtig. Mann, dieser Blick. Der Blick einer stolzen Mutter. Wow. Huh.
Haben sie es extra noch synchronisiert? Ja, das Team eines Champs wurde gerade vorgestellt. Pokémon Sonne und Mond. Jetzt kommen erst die Credits. Präsentiert von Game Freak. Und so kam die Inselwanderschaft von Chris zu einem Ende. Die Feierlichkeiten zu Ehren des neuen Champs dauerten bis spät in die Nacht an. Das Fest hat viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich alle noch einmal sehen konnte. Die Menschen, die ich in Alola kennengelernt habe, werde ich niemals vergessen. Am nächsten Tag. Oh Mann, das Ending wird ja ganz schön ausgezogen bis zu den Credits. Meine Fräse. Also haben wir immer noch Nacht. Ich frage mich, was das Leben für uns in nächster Zeit bereithält. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann echt nur Professor Kukui sein. Mach's denn bitte auf? Miaut! Ja, wahrscheinlich ist er da wieder von selbst reingekommen. Ich wette drauf. Ja, nein, es ist Harley. Chris! Was ist los? Er scheint aufgeregt zu sein. Wir müssen sofort los! Komm schon, warum wartest du noch? Was ist denn los, Tali? Was soll die ganze Aufregung? Oh, ich hatte sie gar nicht gesehen. Schönen guten Abend. Für Cleo ist jetzt leider keine Zeit. Ich muss mal Chris für ein Weilchen ausleihen. Wenn wir uns nicht beeilen, legt das Schiff ohne uns ab. Was für ein Schiff? Ich muss gerade mal rausgehen, Mom. Warte, Tali. Hauhuli Hafen. Also der Hafen von Hauhuli City. Nee, du weißt, da bis Kanto ist es sehr, sehr weit. Ich hoffe, der Zeitunterschied wird dir nicht so sehr zu schaffen machen. Übrigens, meine Frau lässt sich entschuldigen. Sie meinte, deine Verabschiedung würde sie zu sehr mitnehmen. Nein, was? Sie würde dich aber wissen lassen, dass dir das Loft im Labor immer zur Verfügung steht. Du hast bei uns also immer einen Platz, an dem du unterkommen kannst. Nein, sie verreist? Ich wusste gar nicht, dass du uns verlässt. Ich auch nicht. What the fuck? Tut mir leid, Tali. Ich habe mich entschlossen, nach Kanto zu gehen, um Mutter zu helfen. Ich gehe aber vor allem für mich selbst. Alola zu verlassen fällt mir sehr schwer. Auch allein der Gedanke, nach Kanto zu gehen, lässt mein Herz höher schlagen. Ich möchte dort viele wunderbare Pokémon kennenlernen und Trainer werden. Ich plane, die gesamte Region zu bereisen. Ein bisschen wie bei der Inselwanderschaft. Der Unterschied ist aber, wenn du... der Unterschied ist aber dieses Mal, dass du gegen Arenaleiter antreten musst. Wenn du also vorhast, selbst Champ zu werden der Pokémon liegen, dann solltest du wirklich anfangen, fleißig zu trainieren. Macht euch keine Sorgen um mich, ich schaffe das ganz bestimmt. Denn ich werde immer euer Lächeln im Herzen tragen. Dafür bin ich sehr dankbar. Irgendwann werde ich Alola zurückkehren, so viel steht fest. Hoffentlich früh genug. Aber es gibt doch noch so viel, was ich dir sagen wollte. Na gut, ich schreibe deinen Brief, okay? Ganz, ganz lang! Darauf freue ich mich schon, Tali. Ach ja, ich habe noch etwas für dich. Was hast du ihm... übergeben? Und Chris, das ist für dich. Sie hat etwas mitgenommen, aber sie war immer mein größter Schatz. Was ist das? Eine Pokepuppe? Das ist, wird sie wohl Abschied nehmen. Oh nein. Das ist schade. Aber es musste ja so kommen. Tschüss, Lilly. Wir werden dich nicht vergessen. Mach's gut. Na, das war mal ein Ending, das sich gewaschen hat. Was kommt jetzt noch? Oh Mann, Tali!
Ach, Tali, ich kann verstehen, dass dir nach Wein zumute ist, aber wenn man Abschied von jemandem nimmt, den man gern hat, dann heißt es lächeln. Auch wenn es schwerfällt. Ja, ich glaube, ich möchte jetzt meinen OP im Besuch abstatten. Ja, gehen wir nach Hause, sich erwarten schon alle. Ja. Tja. Zurück nach Hause. Ach, jetzt kommen die Credits. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ending so rausgezögert wird. Mann, wie krass, ey. Tut mir leid, dass der Part jetzt so lang wurde. Ich habe es ja nicht wissen können, dass das jetzt so hinausgezögert wird. Aber es war wenigstens schön. Aber es ist trotzdem das längste Ending bislang gewesen, wenn man jetzt noch zusätzlich gegen den Schutzpatron kämpft, zusätzlich zum Champ. Tja, was kann ich aktuell noch sagen? Also bislang gefällt mir dieses Pokémon-Spiel sehr gut. Ich muss erstmal bis zum Postgame warten, das kommt auch noch dazu. Ich bin gespannt, wie das noch weitergehen wird. Hoffentlich wird es nicht so enttäuschen wie das Postgame von X und Y. Wir werden sehen. So, ist es nun vorbei? Anscheinend, was ist das denn? Hui, haha. Ja? Tali, der sich jetzt auch an ein Rennen wagt gegen seinen Vater. Beim Taurus, beim Ritt auf den Taurus. Gegen seinen Vater, gegen seinen Opa. Mein Gott. Wow, die Musik ist cool. Tja, das war's erstmal mit Sonne und Mond. Also, zumindest mit der Hauptstory. Jetzt heißt es noch, das Postgame zu bestreiten. Also, ich muss sagen, es wusste mir schon vieles zu gefallen. Bislang, es ist wirklich erfrischend gewesen, das neue Konzept. Einmal die Arena-Leiter komplett auszulassen und ein völlig neues Spielprinzip einzufügen, was dann schon mehr das Gefühl gibt von einem echten RPG. Hat auch wirklich viele gute Challenges gehabt. Ich meine, diese Prüfungen, das war schon eine coole Idee, diese Inselmeisterschaft. Vollkommen erfrischend, etwas Neues. Battle Royale, naja, kann ja noch nicht viel dazu sagen, weil ich da ziemlich verkackt habe. Aber das war mal eine Abwechslung. Auch einige es war auch wirklich toll zu sehen, dass man einige altbekannte Gesichter aus den ehemaligen Gens nochmal wiedersehen durfte. Ich finde das cool. Und ja, das hat mich auch recht aus den Socken gehauen, dass tatsächlich der Professor der Champ ist, oder zumindest der Endboss. Oder der letzte Trainer. Ich meine, wow, das ist schon echt krass gewesen. Ich meine, wer kennt denn damit mit sowas? Ich meine, klar, der ist Gründer der Liga gewesen, da hätte mir das natürlich klar sein müssen. Aber trotzdem, er ist ja immer noch der Pokémon-Professor. Aber ja, man hat jetzt den Professor schon, seit der 6. Gen hat man schon angefangen, jetzt die Professoren richtig höher zu schätzen. Also, sag ich mal so, die Professoren wurden schon besser. Also der Professor 6. Gen wurde schon besser dargestellt und jetzt hier tatsächlich sogar noch der Endboss oder der Champ. Kann ich sagen, ob er wirklich als Champ, offiziell als Champ bezeichnen konnte, als ehemaligen.
aber immerhin war er der Endgegner. Der Hauptstory, und das ist schon alleine cool genug. Tja. Es war auch richtig interessant mit den bösen Teams. Also Teams sage ich eher, oder zumindest mit Team Skull war schon wirklich ein cooles, abwechslungsreiches Team. Lustig, aber auch irgendwie, naja, einfach nur wirklich mal zur Abwechslung ziemlich witzig, weil ich mein Gangster-Rapper-Style. Und natürlich auch die Soundtracks waren genial. Und auch diese Team Skull-Mucke. Das ist für Pokémon eigentlich nicht möglich gewesen. Also für Pokémon ist es nicht typisch. Nicht für Pokémon möglich, nein. Für Pokémon eher untypisch. Aber ich weiß diese... ich weiß das zu schätzen, diese Abwechslung. Also ich empfinde das ziemlich als erfrischend, dass man sich was traut und was Zusätzliches hinzufügt, dass man von der Pokémon-Reihe nicht so erwarten würde. Mimika, so ist das Pokémon, ne? Oh Mann. Nun. Jedenfalls war es das jetzt. Für die Hauptstory. Im Großen und Ganzen kann ich wirklich dem Spiel schon ziemlich positive Mini geben. Aber bevor ich das Postgame komplett gespielt habe, kann ich nicht sagen, ob das jetzt die Akt für mich meine aktuelle Lieblings-Gen ist. Wir werden sehen, wie es noch weiter laufen wird. Ich für meinen Teil bin jetzt schon ziemlich zufrieden mit den neuen Pokémon, weil ich habe wirklich erwartet, dass es eher fehlen würde. Ich meine, ich mag dieses neue Prinzip nicht, wo dann angezeigt wird, dass Attacken sehr effektiv wären oder nicht. Wenn man erstmal das Pokémon einmal besiegt hat, was angezeigt wird, sobald man das Pokémon mindestens einmal besiegt hat, das gefällt mir überhaupt nicht. Oder gefangen, je nachdem. Das mag ich echt gar nicht. Das finde ich hier beschissen gemacht. Dass man nicht die Option bekommt, das wieder auszustellen, so wie bei einem EP-Teiler, das hätte man einführen müssen. Ansonsten habe ich nichts wirklich so richtig gestört. Außer die Tatsache, dass es auch bei wilden Pokémon um Hilfe gerufen werden kann, aber gleichzeitig steigert es auch die Chance, dass man eine Shiny-Variante davon bekommt. Ist ja bestimmt schon zu manchen passiert. Also, vor allem ist es auch eine größere Challenge. Aber wie wird das mit der Nuzlocke-Challenge, auswirken, wenn man da erstmal eine bestreiten möchte? Ich habe bislang ja noch keine Erfahrung mit Nuzlocke-Challenges so wirklich. Ich kenne zwar die Grundregeln, aber wie ich das bei Pokémon Sonne und Mond umsetzen werde, beim Re-Let's Play, wo ich diesmal die Sonnenvariante spielen werde, kann ich nicht sagen, wie das noch ausgehen wird. Hier nochmal. Na gut, der große böse Bromley. Ich sage, auf jeden Fall im Großen und Ganzen schon ein ziemlich großartiges Spiel. Wahrscheinlich mein Lieblingsspiel 2016. Pokémon Sonne und hat wirklich schon einen ziemlich guten Job gemacht. Also Game Freak hat wirklich einen guten Job gemacht, weil ich habe erst noch einen Fail befürchtet, weil ich dachte, es hätte noch mindestens ein Jahr warten müssen, weil vorher noch eine Spezialedition nötig gewesen wäre für Pokémon X und Y, weil ich die eher erwartet habe zu dem Zeitpunkt, aber nee, dem ist leider nicht so. Hier nochmal die Aether Foundation. Scheint so, als sind nicht alle so böse. Nur ein Teil davon war scheinheilig und auf der Seite von Samantha. Aber ansonsten scheint der Rest wirklich gutartig zu sein. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen ein schönes Spiel. Storymäßig auch interessant. Interessante Karte. Oh! Punker. Und hier nochmal, komm, ihren Namen vergesse ich. Fran, genau, Fran. Team Skull-Vorstand Fran.
stellt sich hier gerade neue Team Skull-Mitglieder ein oder sind es einfach nur die Punker, die sie jetzt gerade herausfordert? Ich finde es das Einzige, was mir missfällt, ist, dass verschiedene Trainertypen auch noch das gleiche Design haben wie das Original, wie zum Beispiel eine Golferin sieht einfach aus wie eine Schönheit mit Golfschläger. Gefällt mir gar nicht. Da hätte man wirklich ein bisschen mehr Abwechslung beim Design hinzufügen sollen, weil das war schon bei allen anderen Pokémon-Spielen auch der Fall. Oh mein Gott! Hey, nicht, dass Pokémon nicht fressen will! Ne? Das Artwork ist ein bisschen komisch gewählt. Also, das Artwork kommt ein bisschen komisch vor gerade. Naja, ist auch schon süß mit anzusehen, dass es sich doch um sein Pokémon, ist auch ein interessanter Charakter. Ich meine, er ist ein bisschen edgy, aber er ist auch wenigstens von vornherein kein bösartiger Kerl. Durch Professor Kukui und seine Frau. Weil die hat ja auch noch in den früheren Pokémon-Spielen einen Auftritt. Hätte ich gedacht, dass sie tatsächlich den aktuellen Professor heiratet. Kukui war schon wirklich auch ein chilliger Typ unter den Professoren. Ja, also dem Pokémon-Spiel würde ich wirklich schon eine ziemlich gute Bewertung geben, aber die Bewertung, Gesamtbewertung halte ich mich, wie gesagt, zurück. Weil, oh ja, Lily und... Danke für euer strahlendes Lächeln. Und Lunala. Es hat die Tür zu vielen Freundschaften geöffnet. Das Fundament für eine strahlende Zukunft. Allerdings. Ich bin so froh, euch alle kennengelernt zu haben. Und ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben. Oh, das ist so traurig. Tja, das war's. Also, dann sehen wir uns wieder beim Postgame. Wie gesagt, meine Gesamtbewertung lässt noch nach dem Postgame auf sich warten. Also danke fürs Gucken und bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Sonne und Mond. Daumen hoch, wenn es so gefallen wusste und auf Wiedersehen und tschüss, Leute!